Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Wir haben endlich unseren Stein zermalmen. Das heißt, wir brauchen keine Steine mehr einschmelzen. Aktuell zumindest nicht. So, 1, 2, 3, 4, das ist ein Kupfer. 5, ich will nur gucken, ob wir noch andere Erze haben. Ich glaube, nicht. Doch, okay. 6, 7, 8, 9, 10. Ich will jetzt nicht allzu viel Kupfer einschmelzen, weil wir da auch schon so viel von haben, aber zumindest auch ein bisschen. So, das Steinding da oben arbeitet erstmal. Der kann auch erstmal arbeiten. Wir haben Aluminium. Ne, das stecke ich erstmal in. Das wären 10. Nochmal 10. Das nehmen wir alles mit. Die 2 nehmen wir auch mit. Das stopfen wir jetzt erstmal alles oben in die Windmühlen. Damit wir den Strom zumindest noch weiter kriegen. Ist ja eh nur noch ein Bauplan hier, sehe ich gerade. So, da fehlt noch Kobalt. Das haben wir gleich auch. Wir brauchen sowieso mehr Windmühlen. Okay. Haben wir die schon alle aufgebaut hier? Strom, Windmühle. Ja, ungefähr zumindest. Ungefähr. So, den... Na? Ich drücke immer die linke Maustaste, dabei muss man ja eh drücken. Diese Wampis. Diese Wampis. Diese Wampis. Wo bist du? Okay, jetzt hängt an zu rechnen, jetzt reicht der Strom bestimmt gleich nicht mehr. Schon wieder ein Bär? Bitte nicht. Ah, das dachte ich mir, wenn es regnet, reicht dann nicht mehr. Aber haben wir gleich. Ich hole mal kurz 4 Kobalt, die haben wir glaube ich noch. Jo, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir eine weitere fertig und den... Haben wir nur noch minus 10, dann geht das nicht mehr ganz so stark runter. Sind sogar nur 3, okay. Gucken, ist die mir auch fertig. Und hier kommen denn jetzt erstmal weitere Windmühlen hin. Zack. Zack. Ah, bisschen. Ah, man sieht das immer so schlecht, ne? Da nochmal hin. Da nochmal hin und hier auch nochmal ungefähr. So, das muss erstmal reichen. So, Eisenbahn, Bleibahn haben wir glaube ich gar nicht mehr, aber Eisenbahn kriegen wir. Sehr schön, wir könnten rein, theoretisch sogar. Kobalt haben wir glaube ich noch 3. Eisen haben wir noch 4. Na, müssen wir mal gucken. Zumindest dürfen wir jetzt nur noch 10 im Minus sein. Also wir dürfen das andere Maschinchen jetzt nicht anschmeißen. Ja. Dann geht doch schon mal. So, Blei haben wir mich, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Einen. Gut, Kobalt fehlt noch. Wie viel fehlt denn da jetzt? Oh, ich kann mir das nicht merken. Auf jeden Fall 5 Eisenbahnen. Wir nehmen einfach mal alles an Kobalt mit. Genau, wenn wir Eisenbahnbiesle mitnehmen. Alles kein Problem. Können wir ja alles reinstopfen da oben. Das war zu viel. So, Blei ist aber auch nicht das Problem. Das können wir jederzeit da drüben farmen. So, hau mal so viel Eisen rein, wie geht, mein Freund. Gut. Aber dann nähen sich ja schon mehrere. Sehr schön. Wenn wir, sobald wir die fertig kriegen, dann fehlen ja nur noch 5 Bleibahnen, haben wir auch bei Regen mit dem tollen Teil Dauerstrom. Aber so wollen wir es ja auch. So wollen wir es ja auch. Bleiben wir uns auch gleich holen. Aber erstmal, oh Gott, haben wir noch Platz für Kupfer? Ich hoffe es. Erstmal rennen damit. Das ist Aluminium, ne? Wir könnten sogar noch eine vollstopfen Aluminium, aber jetzt erstmal hier rein. Ah, wir kriegen noch ein bisschen Kupfer rein. So ist es nicht. So, nimm mit. Der ist zum Glück leer. Ich versuche hier nur mal ein bisschen die Materialien zu verarbeiten. Ist ja so ein Schlimm. So, hau rein. 10 Stück. Die anderen erstmal hier.
das T-Dingsbums einmal nach oben. Ich darf auf jeden Fall jetzt, solange es regnet, nicht die Zementmaschine anschmeißen. Ich meine, sobald es aufhört, können wir es machen. Der lüftet ja immer noch. 140 Sand und 28 Eisenbrocken hat der schon drin. Das Ding ist echt schnell. Und der Speicher reicht logge. Mit dem bisschen 10, das wird ja wohl vorher aufhören zu regnen. Das Ding ich mal. Das Ding haben wir auf jeden Fall wieder leer. Mit den Bären kann ich aktuell echt nichts machen. Wir haben Hühnermangel. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal die hackische Beats. Ich muss den Bärenloader mitnehmen. Wie spät ist das? Ah. Geht, oder? Geht. Ah, ich weiß nicht. Ne, wir gehen nächsten Tag los. Wir brauchen ein bisschen Blei, aber das kriegen wir alles. Hau dir erstmal das Hühnchen drin. Hau dir nochmal einen Salat drin. Kannst auch nochmal einen zweiten Räum drücken. Da reingehen. Es kommt ja so langsam. Rechnen wird's ja wohl nicht ewig. So, ein, zwei, ein, zwei. Ein, zwei. Überall liegen hier Bären. Überall liegen Bären. Eins, eins, eins. Na, so. Zack, zuck, zack. Haben wir die Solorde auch wieder voll. Sehr schön. Mach mal das Licht aus hier. Sag mal, bist du doof? Lass mir mein Fleisch. Ich glaube, er hat in dem Moment gespeichert. Ich glaube, die geben nur Federn, ne? Keine Eier. Gut, das wäre einfach so erledigt. Strom haben wir definitiv genug. Auch wenn das so langsam gerne mal aufhören könnte, damit wir über Nacht noch genug Strom haben. Weil ich meine, das ist ja jetzt auch nicht mehr so früh am Tag. War eine Windmühle weiter und das ist auch erledigt mit dem Ding. Sehr schön. Da das Ding oben auch schon fast leer. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben jetzt Zeit. Ich werde jetzt mal. Wir haben viel zu viele von den Dingern hier unten. So ein Ding nach oben schleppen. So. Und hier mit reinfüllen. Zumindest so viel wie passt. Bisschen passt noch. Damit wir unsere Steine loswerden. Zwei gehen noch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Der hat mittlerweile ja auch 210 Sand, 42 Eisenbrocken. Das ist eine Menge. Okay, hol mal raus. Ich glaube, wir haben nie wieder Eisen- und Sandprobleme. Wir brauchen definitiv keine Eisenbrocken mehr. Irgendwie, also Steine mehr einschmelzen, meine ich. Definitiv nie wieder. So, aber die Dinger brauchen wir ja auch für Blei, so für Stahl, ne? So ist es nicht. Nehmen wir raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. So, dann haben wir das auch fast wieder voll. Eisen kriegen wir jetzt auch in Massen. Wahrscheinlich mehr, als wir jemals verarbeiten können. Denn haben wir jetzt 8.12 Uhr. Passt doch, wir legen uns schlafen. Hört ja irgendwie auch nicht auf zu regnen, was echt furchtbar ist. Das regnet ja auch meistens die komplette Nacht durch. So, mach mal Licht an. Wie sieht's eigentlich aus? Wie lange hielten die noch? Oh, die ist auch fast weg. Oh gut, die können wir neu bauen. Das ist nicht das Problem. Speicher hat sehr gut gelitten, wie vermutet. Er wird auch noch eine Zeit lang stapeln, zwar wieder hoch, leiden. Also langsam könnte es auch mal aufhören zu regnen. Das regnet schon sehr, sehr lange. Das ist nicht schön. Die machen wir jetzt mal aus. Sonst ist sie nämlich leer, bevor wir ankommen. Wir brauchen sie gleich. Wir holen uns jetzt erstmal Blei. Und sollten wir unterwegs einen Huhn
erblicken, nehmen wir das natürlich auch mit wegen Eiern. Blei holen wir jetzt bei uns. Jo, okay, gut. Ausdauer reicht nicht. Bei den ganzen Bären, die wir momentan haben, brauchen wir auch für lange Zeit keine Frische mehr. Zumindest hört es auf zu regnen. Zumindest. Da kann der Strom schneller wieder hoch. So, mach Licht an. Die dürften eigentlich nicht viel drin haben jetzt. Nö, nö. Das kann erstmal drin. Arbeiten tun sie aber noch, oder? Jo. Gut, dann nehmen wir den Speer in die Hand, mein Freund. Ich traue den Scorpies immer noch nicht. Wir nehmen aber auch schon mal, wenn wir eh hier sind, ein paar Pilze auf Vorrat mit. Kohle brauchen wir aktuell nicht. Dass man diese Höhlen aber auch nicht heller kriegt, ne? Selbst mit Lampen nicht, ne? Das ist schon übel. So, den lassen wir liegen. Stein haben wir genug. Und die Steine draußen sind auch despawned, den Steinhaufen. Da ist auch schon mal was. Oder war das woanders? Ne, ich glaube, das war hier, ne? Lehm brauchen wir jetzt auch nicht. Das tut alles nicht not. Mit den Hühnern müssen wir was geändert werden. Also entweder die Spawnrate der Hühner erhöhen, und zwar drastisch erhöhen. Oder die Hühner irgendwie züchten lassen oder so. Aber momentan tauchen ja mehr Bären auf als Hühner. So. Lehm bleibt wieder liegen. Noch kein Scorpion gesehen bis jetzt. Das wundert mich schon. So, Blei, Blei, Blei. Die Pilze spawnen auch ruckzuck wieder nach, ne? Da ist auch ein neuer Stein. Okay. Aber ich glaube, Pilze haben wir jetzt auch erstmal genug. Aber den da nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So. Vielleicht war er vorher schon da und ich habe ihn noch nicht gesehen. Wäre auch möglich. Blei. Blei. Leben kann hier bleiben. So, wie viel Blei haben wir denn jetzt? Na gut, aber es reicht erstmal für die nächste Windmühle. Das ist gar nicht das Problem. 18 Pilze, okay. Da lässt sich erstmal mit leben. Da hinten sind noch Steine, weiß ich, will aber nicht weiter rein. Sag mal, wie schnell spawnen die hier nach? Wie schnell spawnen die hier nach? So, dann nehmen wir das natürlich auch noch mit. Da ist ja auch wieder ein Stäunchen. So. Gut, jetzt reicht es aber auch. Pilze spawnen auch ruckzuck nach. Pilze haben wir ja jetzt sowieso. Ja, ja. 28 Stück. Das ist schon gut was. Kupfer brauchen wir aktuell nicht. Der kann erstmal wieder arbeiten. Wir gehen weiter raus. So, Licht aus, bevor das Ding komplett verbraucht ist. Das ist nicht gut. Ab nach Hause, Pilze kommen erstmal in die Kiste, Blei wird eingeschmolzen, ab in die eine Windmühle, dann haben wir zumindest eine vordere. Dann haben wir das Ding nämlich bei Regen auch im Dauerbetrieb. Zumindest mit der einen Maschine. Natürlich nicht mit allen, aber mit der einen. Dann haben wir das Ding bei Regen gerade mal auf plus 10, aber zumindest wird der Speicher dadurch nicht angegriffen.
So. Den Eimer hier hoch. Ich würde auch nicht wundern, wenn hier gleich wieder ein Bär vorbeikommen würde, würde ich sagen. So, rein hier. Gucken wir sofort. Ich will erstmal was trinken. So, hau dir mal ein Hühnchen rein. Ah, komm. So einen kannst du auch nochmal reinhauen. Sehr schön. Einmal kurz die Pilze hier mit in die Kiste. Ne, die haben wir da hinten drin, ne? Die haben wir, glaube ich, hier drin. Jo. Zack, zack. Hier unten bitte hin. Sehr schön. Strom läuft auf jeden Fall noch, sonst wird der nicht arbeiten. Das heißt, das Speicher hat geräucht. Er ist gerade bei 150 im Plus. Ich hoffe wirklich, aber das Ding müssen wir auch nicht dauerhaft laufen. Also ich muss das sowieso alles nochmal anschließen, dass jedes Gerät extra ist. Ja, aktuell müsste der Speicher eigentlich so aufladen. Hoffentlich tut das auch. Hier einmal kurz gucken, der müsste gleich leergebrannt sein. Ew. Im Kupfer raus, jetzt ist es aus. Und die zwei Kupfer, die dir jetzt fehlen. So, warte, warte. Eisen fehlt ja auch noch was. Das ein Ding leer. Dich nehmen wir mit. Hauen das Blei da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Eisen, ne? Jo. Sehr schön. Und hier können wir dann auch nochmal. Wir haben jetzt 4 Blei plus den mit 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hauen wir jetzt in die andere Schmiede. Anmachen sollte man sich schon. Sonst ein bisschen doof. So, hau rein. Sehr schön. Den haben wir das Thema nämlich auch erledigt. Der ist wieder leer, ne? Jo. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal oben nach dem Ding. Da können wir auch nochmal einiges an Glas einschmelzen, was wir brauchen werden. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich mehr Sand kriegen, als wir jemals verarbeiten können. Das befürchte ich nämlich. Na, guck mal, der hat mir schon wieder 230 Sand drin und 46 Eisenbrocken. Das Ding arbeitet so schnell. Wenn mal alle so schnell arbeiten würde. So, aber auf jeden Fall. Wir haben gerade Tag und Sonne. Also können wir den auch mit anschmeißen. So, sollte gehen. Ja, ja, ist immer das Traum über. Darf bloß heute nicht regnen. Sehr schön. Gut, gut. Und wie gesagt, Eisen, den machen wir voll. Aluminium bringt uns nichts. Stahl wird demnächst auch losgehen. Die sind ja auch gleich fertig, die guten Schmuckstücke. Dann machen wir hier nochmal... Ah, Kupfer passen nur noch zwei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, reicht aber auch. Ich glaube, dann ist Eisen auch schon wieder voll. Jetzt sind wir, glaube ich, echt an dem Punkt, dass wir Eisen en masse kriegen, ne? Die andere Schmiede kümmere ich mich gleich. So, hier fehlt mir 5 Bleibahnen. Dann wird die nämlich auch fertig. Jo. Hier fehlt auch nur noch ein Aluminium. Ich glaube, das haben wir sogar noch. Dann haben wir 2 fertig. Vielleicht haben wir nicht mehr. Ein Aluminium? Ah ja. Okay. Ich glaube, den haben wir. Ich glaube, den haben wir. Jo, ey. Den haben wir die auch fertig. Na, kam ja auch ein großer Schwung an Stromversorgung. Das war schön. Das ist ja ein Träumchen. So, aber bei Regen reicht das jetzt, Digge. Ja, ja. Da dürfte auch Rucki-Zucki auffüllen, so. Bei Regen sind wir auch im Plus. Nur in der Nacht wird wahrscheinlich der Speicher angegriffen und das dauert noch ein bisschen. Bis dann ist er wahrscheinlich voll. Ein Träumchen. So, geh fair. Wir machen dich aber trotzdem jetzt erstmal aus. Ein bisschen Bläu haben wir auch noch oder Eisen. Die ist leer. Sehr schön.
Hier, hau Eisen rein. Das andere war Blei, ne? Gut, die können wir dann auch reinknüppeln. Reicht aber nicht mehr. Genau, ein Blei zu wenig, aber wir haben ja auch nicht genug Kobalt, Aluminium und so weiter. Aber da ist eine ganze Ecke, was hier steht. So, den einmal kurz nach oben. Der ist jetzt bestimmt auch wieder fertig. Na, noch nicht ganz. Der hat schon wieder... Oh Mann, mach leer. Gut, wir werden gleich mal einen ganzen Schwung... Das nützt alles nichts. Sand einschmelzen. Oh mein... Ich glaube, wir können jetzt wirklich eine Schmiede im Dauerbetrieb für Glas einhalten. Weil sonst haben wir viel zu viel. Was wir mit so viel Glas sollen, weiß ich zwar auch noch nicht, aber später für die Glaswände und so auf jeden Fall. Kriegen wir schon hin? Problem ist, Glas hat, glaube ich, keinen Ständer. Da müssen wir mal eine eigene Kiste für machen. Weil das wird jetzt viel Glas werden. Sehr viel Glas. So, dann schmeißen wir an, das Ding. Eisenbroggen. Ah, wie viel passen noch rein? 10, ne? Okay, wir können auch einmal 10 Eisen einschmelzen, glaube ich. Ne, können wir nicht. Obwohl, der hat ja auch 5 können wir einschmelzen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, und den Rest machen wir mit Sand. Gut. Den einmal Eisen hier rein. Kupfer haben wir noch 2, genau. Was haben wir sonst noch? 1 Stacking Eisenbrocken. Gut, die Eisenbrocken brauchen wir für Stahl, aber... Ich glaube, die Masse, die jetzt kommt, brauchen wir nur auch nicht. So, und wir stellen oben einmal kurz ein neues Kistchen hin. Das ist, wir haben ja hier noch Platz. Für ausschließlich Glas. Das wird mich sonst zu viel des Guten. So, Lager. Was brauchen das Ding? Nur 8 Bretter? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. So, einmal rausschräumen. Glas. Wunderbar. Gut, weil Sand haben wir viel zu viel. Viel zu viel. Das kriegen wir gar nicht alles verarbeitet. Das hier ist schon Glas. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siehst du mal, ist schon wieder voll. Der hat auch Glas drin. Und ein bisschen Eisen. So, das haben wir jetzt auch nochmal drin. Halt, halt, halt. Der 7er nicht, warte. Nur die 3. So, aber der geht gleich wieder aus. Ich will nur eine Schmiede mit Glas laufen lassen. Das reicht ja auch. Rest Eisenrin. Haben wir auch voll. Vampi begrüßt uns auch. Wir haben oben, glaube ich, auch noch Glas in den Kisten. Hey! Unterlasse dies. Verstanden? Strom ist ein absolutes Träumchen. Ein absolutes Träumchen. Ah, herrlich, dass man das drum am Griff hat, ne? Aber hier ist auch fertig, ne? Jo. Hau gleich wieder rein. Einmal Lehm. Einmal Sand. So. Kannst gleich weitermachen. Solange es nicht regnet, wenn es regnet, lassen wir natürlich erstmal aus. Und hier ist mir auch noch Glas. So, Glas kriegt jetzt ein extra Kistchen, weil da wird wirklich viel kommen. So, den haben wir noch einmal hier. Das kann rennen, also langsam. Der Lüft. Der hat schon wieder eine elendig viel Sand drin. Das ist ja pervers. Aber gut, man muss ihn ja jetzt nicht so oft ausleeren, ne? Zumindest kriegen wir mal Steine verarbeitet. Das ist doch schön.
Das ist doch sehr schön. So, wieder fertig. Ich mache mir jetzt auch erstmal wieder aus, bis wir den ganzen Schwung Sand kriegen. Das Ding muss ich unbedingt auffüllen. So. Glas, ne? Glas. Ich glaube, das werden wir später mit echten Massen brauchen. Bin ich mir fast sicher. Trink mal ein Schlückchen, ess mal ein Stückchen Fleisch, hau dir nochmal einen Salat drin. Auch nochmal einen zweiten, können wir alles neu machen. Alles kein Problem. Hauptsache, dir geht's gut, mein Freund. Dann machen wir jetzt auch mal eben schnell. 1, 2, hier brauchen wir noch 2, wir brauchen nur ein Mäus. Er hat auch nur noch 3 Reparaturkits, gut geht. Sehr schön, der kommt hier ja so richtig alles schön in Gange jetzt. Bip, bip, bip. Steine einschnelzen brauchen wir nie wieder. Definitiv nicht, den kommt ja mit Eisenbrocken en masse. Die wir natürlich mit Blei kombiniert zu Blei machen. Zu Stein machen. Eisen selber haben wir auch genug. Und Stahl, denke ich mal, werden wir später auch in Massen brauchen. Aber eins noch dem anderen. So, ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Ich werde das Ding jetzt hier einmal durchlaufen lassen, komplett. Bis er sagt, ich mache nicht mehr. Sand können wir ja sogar wegschmeißen mit Haar, falls wir zu viel haben. Aktuell machen wir aber erstmal die Glaskiste voll, dann können wir immer noch Sand wegschmeißen. Aber Eisenbrocken brauchen wir im Moment auch nicht so in den Massen. Aber gut. Wir lassen es mal laufen. Ups. Der hier. Den können wir gleich noch einmal voll machen. Sund und Sand. Der ist ja gleich fertig. Strom ist wirklich, selbst wenn beide Maschinen laufen, tagsüber ein absolutes Träumchen. Der Speicher wird nicht angegriffen. Im Gegenteil, der lädt sich auf. Und nur über Nacht, das lässt sich alles machen. Danke. Haut den rin. Den raus. Und ich glaube, dafür werden wir später, wir brauchen erstmal ein neues Regal, auch nochmal eine extra Kiste machen. Von Zement können wir auch eigentlich erstmal eine ganze Ecke ansammeln, damit wir mal ein bisschen mehr schaffen. So, was ich jetzt aber noch einmal überprüfen muss, das wäre wichtig, unseren Ölvorrat. Guck, da hatten wir auch schon wieder 20 Stück drin. Die packen wir erstmal nach oben, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja noch das Auto, ne? Dafür brauchen wir noch jede Menge Plastik. Ah, das kommt schon noch. Dann sind wir vor heute erstmal am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.